Lufthansa-Chef Spohr spricht von einem echten Meilenstein. Nach der Insolvenz der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin übernimmt Lufthansa das größte Stück vom Kuchen. Der Vertrag zum Kauf der Tochtergesellschaft Niki und der Luftfahrtgesellschaft Walter wurde heute unterzeichnet. 210 Millionen Euro lässt sich die Lufthansa das Geschäft kosten. Gleichzeitig verhandelt Air Berlin weiter mit dem britischen Billigflieger EasyJet. Am Ende ist es so gekommen, wie es seit Wochen erwartet wurde. Die Lufthansa holt sich den größten Teil von Air Berlin und stärkt so massiv ihr Tochterunternehmen Eurowings. Der Billigflieger verdoppelt seine Flotte damit annähernd. Der Gesamtdeal soll den Lufthansa-Konzern bis zu 1,5 Milliarden Euro kosten. Rund 80 Flugzeuge kauft Eurowings, 1.700 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Dazu soll es 1.300 Neueinstellungen geben. Ja, es ist ein großer Schritt für die Eurowings. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige Entscheidung für den Luftverkehrsstandort Deutschland, weil wir sind in der Lage, 3.000 Mitarbeitern eine sichere Perspektive zu geben, was ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Und, das gebe ich auch gerne zu, wir müssen dafür sorgen, dass es auch in Europa schlagkräftige globale Spieler gibt. Des einen freut, ist des anderen leid. Viele Mitarbeiter von Air Berlin werden sich neu bewerben müssen. Nur der kleinere Teil von ihnen wird im Lufthansa-Konzern unterkommen. Offiziell verbreitet das insolvente Unternehmen heute dennoch Zweckoptimismus. Es nützt nichts. Wir schauen nach vorne und da ist es heute ein guter Tag, weil wir für sehr große Teile des Unternehmens jetzt einen Käufer gefunden haben. Und ich glaube, das ist von daher ein guter Tag und bietet Perspektiven für viele tausende Air Berliner für neue Arbeitsplätze. Der Lufthansa-Konzern wird seine Marktstellung deutlich ausbauen, vorausgesetzt die Kartellbehörden stimmen dem Deal zu.